Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschler und heute bin ich wieder für euch in Battlefest unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening präsentieren. Und zwar machen wir heute mal wieder eine Mythic Plus Kiste und eine PvP Kiste müsste es sein auf. Und dazu war ich letzte Woche schon fleißig und war wieder ein bisschen im Plus unterwegs. Ich habe einen Elver Key gemacht und dementsprechend schauen wir mal, was wir an tollem Loot rauskriegen. Ich könnte, ja, so eine Waffe wäre schön oder Handgelenke vor allem, die würde ich noch brauchen. Und vor allem gibt es auch einen Haufen Titanresidium, das kann auch nicht schaden. So, was haben wir denn gekriegt? Okay, das sind jetzt doch, das sind Handgelenke. Perfekt. Nice. Die haben sogar Vielseitigkeit drauf, das ist relativ gut. Die kann ich tatsächlich gut gebrauchen. Das ist ein gutes Upgrade. Es sind 20 Item-Level, die jetzt nach oben gehen. Ist zwar jetzt nicht hochgerollt, aber ja, zumindest ein Slot, den ich gut brauchen kann. Jetzt schauen wir gerade mal. Ja, auf jeden Fall ein Upgrade. Ziehen wir das gleich mal an. Und damit habe ich sogar ein Item-Level von 431 auf, also quasi, wenn ich mein Max-Gear anziehe, ist aber immer so ein bisschen hin und her gebastelt. So, Titan-Residium haben wir auch bekommen. Ich bin bei 44.000. Ich meine, 47.000 hast du gebraucht, um das T-Teil zu kaufen, beziehungsweise Azerit-Teil, so heißen sie jetzt. Jetzt gucken wir da mal rein, dass ich mich nicht irre. Ja, 47.000 heißt, da brauche ich leider noch ein bisschen was. Könnte ich vielleicht ein paar von meinen alten Dingern dissen. Da muss ich aber gucken, was ich jetzt noch brauche. Auch im Hinblick, wenn ich jetzt noch ein bisschen Katze in der Arena spielen will, muss ich vielleicht noch ein paar Sachen aufheben. Nichtsdestotrotz schauen wir jetzt auch mal in die PvP-Kiste rein. Da war ich ja letzte Woche auch fleißig. Habe zumindest noch auf ein 1000er Rating das hochgespielt. Und müsste jetzt die Essenz bekommen. Oh, ich habe ein... Ah, schau mal, das können wir doch gleich klein machen. Hier haben wir eine Brust gekriegt. Und ja, die Zweier-Essenz, die wollte ich nämlich haben. Perfekt. Riesenflitz-10er-Key haben wir aus der anderen Kiste rausbekommen. Wunderbar, gut, dass das Gear aus der PvP-Kiste nichts hergibt. Das war mir schon fast klar. Aber naja, es gibt immer eine kleine Chance, dass irgendwas Tolles drin ist, was hochrollt. Gut, damit wären wir durch. Ich habe ein schönes Upgrade bekommen. Mich würde interessieren, was ihr für ein Upgrade bekommen habt oder dementsprechend auch nicht. Und ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Opening wieder. Euer Tela. Bis dann. Ciao.